Hallo, in diesem Video möchte ich euch den Unterschied zwischen den Wörtern die Uhr und die Stunde erklären. Ich höre sehr oft, dass die Deutschlerner diese zwei Wörter verwechseln. Was ist eine Uhr? Eine Uhr ist ein Gegenstand, zum Beispiel eine Armbanduhr, gut, ich habe keine, oder eine Wanduhr oder also eine Radiouhr. Auf einer Uhr können wir sehen, wie spät es ist. Und wenn wir über die Zeit sprechen, wie spät es ist, sagen wir Uhr. Zum Beispiel, es ist 12 Uhr oder mein Unterricht beginnt um 8 Uhr. Also, wenn wir fragen, wann oder wie spät, dann benutzen wir das Wort Uhr. Das Wort Stunde zeigt uns, wie lange etwas dauert. Zum Beispiel Mittagspause dauert eine Stunde oder ich habe eine halbe Stunde Zeit. Eine Stunde ist die große Schwester von der Minute. Wenn wir etwas in Minuten sagen können, zum Beispiel meine Mittagspause dauert 60 Minuten, dann können wir sagen, meine Mittagspause dauert eine Stunde. Eine Stunde hat 60 Minuten. Ein Tag hat 24 Stunden. Aber die Uhr kann nicht 60 Minuten haben. Also, mein Unterricht beginnt um 12 Uhr und dauert eine Stunde.